making her way to the ring from Dallas, Texas, Ember Moon. I gotta say, Byron, Ember Moon's athleticism is nothing short of amazing, which is why I'm so fired up for this match. And I would say this match will have a big impact on how the other women view these competitors moving forward. And her opponent, from Richmond, Virginia, Mickie James. Guys, we have two of WWE's most exciting superstars ready to square off here. And there's nothing quite like seeing two superstars settling it in the ring in one-on-one action, Michael. And Byron, this match will undoubtedly go a long way in proving which competitor is the premier force. Und damit, hey Leute, was geht? Und willkommen zur nächsten Folge von WWE Universum hier auf WWE Universe. You can feel the electricity. Oder WWE 2K18 Universe, ja. Ich hab 18 reingeschrieben. Erstmal überlegen, wie heißt dieser Kanal? Ich weiß es nicht mehr. Und her jetzt zum ersten Women's Match. Und zwar Ember Moon gegen Mickie James. Ei. Karamba. So, nope. Im Nachhinein hätte ich vielleicht irgendwie Becky Lynch einbauen können. Oder halt irgendwie Champion-ness. Hat mehr Sinn gemacht, weil die erste War-Folge-Episode ist uns ja in dem Fall abhanden gekommen. Also im Spiel jetzt die richtige Folge ist ja rausgekommen. Aber ich meine halt, die ist abhanden gekommen, weil. Ja, wenn ich Einstellungen mache, dann kriege ich erstmal auf die Fresse wie hier. Dann zählt das halt nicht und dann muss man es erst übernehmen und dann spule ich lieber eine Woche vor. Und nach diesem Match wird auf jeden Fall noch ein richtig krasses Match kommen. Das kann ich euch versprechen. Es ist ein Tag Team Match zwar, aber mit richtig coolen Leuten. Zudem gibt es dann in der morgigen Folge noch ein Number One's Contender Match um den Intercontinental Championship. Wer gegen Rusev antreten wird. Irgendwie macht uns Mickie James hier gerade ziemlich fertig. Lol. Alter, Mickie! Lol. Ich muss noch gucken, wie ich die Sachen lerne. Also, es werden jetzt ein paar Folgen, wo ich diese Moves nicht benutze. Da, Signature wenigstens hier, Connor. Ja, moin! Was hat Ember Moon für ein Signature, bitte? Weiß ich nicht. Nein, ich wollte da hoch. Mal gucken, ob die da ein Signature hat. So hat sie. Ich muss gucken, Spezialmove. Warte, was war das? Signature. Ecke Laufangriff. Ecke Laufangriff. Steht vor Gegner. Nein, ich wollte nicht pinnen. Mach mal einfach den Pin. YOLO. Oh gut. Hat nicht geklappt, wie überraschend. Oh shit. Mickie, du sollst eigentlich in der Ecke, nicht ich. Oh je. Aua. Nope. Driven down on her back and neck. So, Mickie. Da solltest du eigentlich nicht hin, aber juckt mich auch nicht. Oh, jetzt geht das Signature durch. Oh Gott, jetzt noch ein Finisher und das könnte das Ende sein. Oh Gott. Nope. Doch. Schöner Move.
Oh, shit. Ich mache Unterbrechen nicht oder Widerstand, wie es heißt. Boah. Ja, that was close. Da hast du recht, ey. Oh, gut. Nur kurz, Finisher ist... Sprung auf stehenden Gegner. Okay. Sie steht zwar, aber wir müssen sie erstmal hinlegen, weil wir... Oh, ja, Taunton, ich weiß, was Taunton ist. Finisher. Ja. Ich habe auf Pin gedrückt zwar, aber egal, dann machen wir Pin halt hinterher. One, two. Ah, shit, Mickey. So, auch mit dir. Was machen wir jetzt noch? Hm. Ich würde sagen, auf die Fresse kriegen, ja? Au. Alter, hör auf, Mickey! Ich merk das nicht! Alter! Dem Konter, ich muss erstmal wieder in diesen Modus da reinkommen. Das ist ein schöner Konter auch. Nein! Jetzt kontern wir wieder, Mickey! Well, that rocked her all right. Und dodges that one. Nein, nicht schon wieder. She gets in attack mode. Look at Mickey James. Ow! She's back in full control now. That's not what she had planned. Well, if yes. It was, she better cool. Rethink her plans. Aua. Die will diesen Sieg so unbedingt, das merkt man einfach. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. Alter, ich krieg's nicht gekontert. She looks absolutely helpless after that neck breaker. Ich glaube, wenn sie jetzt diesen Finisher durchmacht, dann könnte es das gewesen sein für Ember Moon. A second time. Und Mickey macht ihn. Oh, spiking DDT. That has got to be it. This singles match has come to an end. Wow. Dieses Match gewinnt Mickey James gegen Ember Moon. Das überrascht mich schon ein bisschen. Das Gute ist aber, ich kann Niederlagen einstecken. Ich glaube, ich habe es auf schwer gestellt. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Match. Oh, Becky Lynch! Becky Lynch ist hier die Championess in unserem Universum und sie greift Mickey James an. Now that's what I call making a statement. Mickey James is in a real bad spot. Oh, oh, oh. Oh. He's got assist in the disarmer. She's got to take advantage here. I think Becky Lynch just secured this match. Das war sehr überraschend. Becky is showing her stuff right now. Big time. Eine Rivalität. Da gab's keine Rivalität. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Match.
Face that runs the place, John Cena. He may be the face that runs the place, Cole, but it sounds to me like the crowd is split on John Cena. Transcended sports entertainment. Yeah, it's really become a pop culture phenomenon. I'm even seeing pro sports teams using his entrance theme now. Und hier sind wir bei dem Vor-Main-Event, weil das Number One Contenders wird um den IC-Titel ist das Main-Event. Aber ganz ehrlich, allein die zwei Leute, die hier im Ring sind, ist schon ein Main-Event würdig. Bobby Roode und Shinsuke Nakamura in einem Ring mit John Cena und auch mit Cedric Alexander. Aber dieses Match will ich mir eigentlich noch aufbehalten, deswegen erstmal Cena gegen Roode. Das Ding ist, dadurch, dass so viele bei dem Number One Contenders Match dabei sind, habe ich nicht so viel Auswahl. Dadurch, dass Roode und Nakamura beides Faces sind, die zukünftig vielleicht in eine Fehde involviert werden könnten, ist das halt so ein bisschen, ja. Also kurz gesagt, meine erste Fehde handelt mit Roode und Nakamura, aber nicht nur. Zudem ist es jetzt keine richtige Fehde. Eine richtige Fehde wird es irgendwann noch. Das will man sich natürlich aufbewahren, weil Nakamura gegen Bobby Roode. Was war denn das für ein Match bei NXT? Oh Gott. Look at the torque. There's no escape from the camel clutch. Nein! Whoa, he works his way out. A bit of a Houdini job right there. Oh Scheiße. Kontern ist noch nicht so meins. And there's the double team. John Cena got him there. Let's go, Cena. Let's go, Cena. So, Nakamura kommt. Die beide erstmal aneinander vorbeispringen. Ja, moin. Oh! Ah, Mist, ich kann nicht mal mehr kontern. Ach, ich hasse dieses Zeichen. Nice elbow drop there. Ich will taggen.
Ich finde aber gut, dass sie dieses Tag-System verbessert haben. Nope. Nakamura. Nakamura. Here's Nakamura with some offense of his own. Looking for the quick pin. Can you believe this? Hat sich von Science gezählt. Very nice. Wow! Alter. Wie krass die KI wieder kontert, ey. Wenigstens dann mal so ein bisschen Competition. Alter! Wow! Really needs to get to the corner, and he comes up short. Cena. I could have told you that was going to happen. John Cena's WWE career began in 2000. Zudem muss ich halt sagen, ich wollte in den ersten Folgen gleich mal ein paar krasse Leute auftreten. Okay, der Universal Champion ist zwar nicht da, aber warum nicht, ne? Flips the script on him there. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. John Cena with the offense. Und zwar wirklich sehr. Wo ist Nakamura? Der ist immer noch draußen. Great offense by John Cena. Wie gesagt, die Tutorials lesen wir mal selbst durch. He's looking a little weary here. This tag team match is dangerously close to getting out of control for him. He's not looking good, and at this point, nein, ich wollte es falsch geschaffen machen, aber es war die ganze Zeit so Pin. Oh, Leverage Pin an Bobby Wood. His shoulders are down. One. And he breaks up the pinfall. Schade. John Cena got him there. Und. Hä? Struggling to get to the was ist das denn? Was? The outlook is not very good for these das guys right now. I can tell you that. He is a one-man gang in there. To the air with a missile drop kick. Das sah gerade echt ein bisschen creepy aus, wenn ich ehrlich bin. Talk about sending a message. What power? What a slam! What damage! Aua. He wants no part of the outside. Was ist der? Cedric Alexander carried einfach hier, ne? Uh-oh, he's in trouble here. Oh. Better stay right where he is. He's looking at it. Cedric Alexander soaring through the sky with a fly. What impact. This might be the opportunity. Nakamura, du musst mal kontern, ey. As this guy. Kann nicht sein. Nakamura is really starting to fade now. If they want to win this match, he really needs to make a tag soon. This is not the time to be a hero. To keep this match from slipping away, he needs to get his partner in there and take a break. It's make or break time here. He absolutely has to find a way to get back on the offensive if he wants to win this match. Looking for the finish. Oh, jetzt kommt der Finish an Shinsuke Nakamura. Oh Gott. Lumbar check. Oh. You have to like his chances here. Talk about impact, Cole. Was macht er jetzt? Noch ein Move. Den wir kontern. Fails to connect. Great idea by him. Too bad it was awfully executed though. Nakamura ist fast tot. Okay, gut auch. The tag team scene here in WWE is undergoing a bit of a renaissance, and it's because of action like this. Nobody controls the pace of a match like this guy. He's Nakamura. The king of strong style with a massive slam. Shinsuke Nakamura. But did he go for it too early? Oh, nine wood. Cedric Alexander really needs to dig down deep. Shit. Oh man, what a hit. Jetzt aber. Right off the apron. Great job escaping. Nein, nein. An King Shaza. Oh, comes up big with a reversal. Uh-oh, submission leg lock. He Scheiße, Alter. Nice, but he clearly has next to nothing können left rennen, to get here. Cena. Immer den Move als erstes ablehrt, dass der Gegner am Boden liegt. So, Five Knuckle Shuffle von John Cena an Cedric Alexander. Was? Was hat das denn schon wieder?
Danke dafür. We're witnessing a level of punishment that can only be described as severe. Das ist einfach mal ein Pfeifnacken-Shuffle jetzt. And he gets him with a counter. Zum Kotzen, Alter. Oh yeah, here's Cedric Alexander. Come on. And he goes for the pin. And there's still plenty of Cena geht da nicht so schnell down. Junge. And he hits a big time drop kick. Cedric Alexander. Alter, Cedric Alexander, what the fuck, Alter, was geht mit ihm? I think that slam caught us all off guard. Nein. He wants to do this in the ring. He is a one-man gang in there. Desperately trying to get to the corner now. It's not going to be easy though, Michael. Nobody home for that one. No kidding. There weren't even any lights. Lass doch mal. Alter. Back in the ring now. Ich krieg den nicht unter Kontrolle. Was ist denn falsch bei ihm? John Cena's taking a beating and he could be out at any moment now. Unless this thing turns around here. Ich bin voll konzentriert hier. Aber es geht einfach nicht. Ich komme einfach nicht raus. When you execute your finisher, the match will be over. But that didn't happen for him earlier. Ich hab das Timing. Oh nee, diesen Move gibt's immer noch in diesem Spiel, Mann. Den muss man verbannen. Alter, Cena ist fast down. Mann, oh, jetzt ist er da. Mann, ich krieg's nicht hin. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Absolutely has to make a tag. Oh nein, ich kann nicht taggen. It's easier said than done, Michael. Komm, jetzt hast du die Möglichkeit, aber du hast auch die Möglichkeit, Blutler runterzuschmeißen. Seem to have tried everything in their playbook. Oh, there's more in their arsenal. I promise you that. I don't know what it is, but they'll find it. He's not looking good here, Byron. Und jetzt mal Pfeifnacken schon. Jetzt aber, oder? You can see me? Nope. Here's his moment, Michael. Taking quite a beating here. This is not where he wants to be at this point in this tag team match. Unless he has no interest in walking away with the winner's end of the purse, oh, he needs to make a tag immediately. Let's not write him off yet. Remember, his opponent isn't necessarily Whistling Dixie either. He has him right where he wants him. Five knuckle. AA minus. Finisher. Come back. So you put an exclamation point on the end of a match, guys. No, oh man, what a hit. Knocked right off so the cover. He could pin his opponent right here. One, two, three. They did it. Bobby Wood besiegt. John Cena pinnt Bobby Wood. Und damit gehen Shinsuke Nakamura und John Cena mit dem Sieg nach Hause. Gegen Cedric Alexander, der ein richtig heftiges Match abgeliefert hat. Und oh, Bobby Wood. Wenn manche Matches so lange gehen, vielleicht schneide ich zwischendurch mal was. Mal gucken. Ich guck mal, wie die Folge so an sich mit der Rohdatei wäre, wenn ich jetzt irgendwas verstehe. Ein Sterne-Match, wow. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Main Event. Ciao, ciao.